Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Drachenclan-Kanal. Ja, ich dachte mir, ich stream ein bisschen früher. Ich kann auch nicht die Kommentare sehen, da ich das Ganze jetzt so mache, dass ich einfach so den Livestream verfolge. Ich hoffe, das geht einfach gut. Dieser Effekt kann ich nicht tragen, verwenden. Ah, halt aber, das ist nichts für mich hier, super. Sehr gut. Ich guck mal kurz, ob sich das schon aktualisiert hat. Bevor ich richtig anfange, wenn ich schon so will, die Kommentare lesen können. Das ist mir schon auf ein gewisses Grad wichtig. Ja, jetzt ist er live. Ich muss nur den Ton dann ausschalten, beziehungsweise ich kann mir ja kurz anhören, ob ich den Ton höre. Wenn's läuft. Wäre natürlich etwas blöd, wenn's nicht läuft. Alles klar, ich kann hören. Also, ich musste extra gucken, ob ich es hören kann. Warum ist es jetzt komisch live? So, okay. Gut. Dann werden wir uns jetzt... Ach Gott, jetzt mache ich das schon wieder mit Billy. So, wo waren wir im letzten Livestream? Fangen wir mal so rum an. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah genau, wir haben die eine Statue geholt. Jetzt müssen wir mal wieder zurücklaufen. Ne? Ich hasse das. Wie? Okay, mir reicht. Aus irgendeinem Grund kann man Rebecca leichter steuern als ihn. Vor allem das Problem ist, wenn er an ihr hängen bleibt. Also die beiden aneinander hängen bleiben. Ich mag die Steuerung überhaupt nicht in dem Spiel. Ich weiß, die war in Resident Evil 1, 2 wesentlich besser. Es ist dieselbe Steuerungsart, aber ich finde sie furchtbar. Gleich hätte ich die Items. Holen sollen. Ja, verdammt, ich bin doof. Hätte die Items erst ablegen sollen. Also alle unwichtigen. Es lebe meine Intelligenz. Oh, und ich habe einen Zuschauer. Und einen weiteren Daumen. Das gefällt mir. Hallo. Ja gut, ich bin... Egal. Warum ist das zwei Daumen angezeigt? Egal. Wir legen erstmal die Items unten ab. Und zwar das ablegen. Auch die brauchen wir gerade nicht. Können wir auch ablegen. Die brauchen wir noch. Was haben wir noch? Hat sich. Können wir die alle ablegen? Alles klar. Das ist schon praktisch, das Ganze hier immer abzulegen, weil das ist sozusagen ein, ja, ein Raum, wo man immer wieder mal hinkommt. Billy kann die Ding mitnehmen, die den Granatwerfer. Kann er gut gebrauchen. Aber ansonsten ist hier nichts. Ich glaube, jetzt wird es dann verschlossener. Die Tür ist ein Wassermotiv eingraviert. Der Witz ist, es gibt keinen Schlüssel mit Wasser im Namen. Der heißt Ankerschlüssel.
Da muss man mal drauf kommen, dass der Ankerschlüssel dort gemeint ist. Ich frage mich, ob man das im Remake besser gemacht hat. Aber ja, das ist so eine Frage, die kann ich nicht so ganz beantworten. Na ja. Ne, erstmal so. Weil der gute Billy wird sie gleich brauchen. Weil jetzt kommt gleich ein Bosskampf. Schön, wenn man das Spiel schon mehr oder weniger in- und auswendig kennt. Ich hab's ja schon öfters da Let's Played. Da ist ein Gerät an die Kette aufgewickelt. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten? Ja, er starten, das ist so. Wisst ihr, auch der GameCube-Controller hat ja schon exzellentes HD-Vibration. Ne? Also nicht HD, aber es hat verschiedene Stufen da. Okay, das hat nicht funktioniert. Nein, wieso? Ich finde, hätte man sich an 1 der 3 stellen sollen, dann hätte es gegangen. Das ist so eine blöde Hitbox. So, das haben wir ja schon gesehen. Na, du sollst doch da runterklettern, meine Gute. Echt mal mit dem Steuerkreuz zu steuern, ist glaube ich da besser. Anlageschlüssel mit dem, ja bitte. Ja, ich muss mich jetzt mit der nächsten kombinieren. Achso, da oben. Wo ist das Vieh? Ah, lässt er sie jetzt los? Ekelhaftes Drecksviech. Aber ja, wir haben den Anlageschlüssel. So. Untersuchen. Ein Feuersymbol. Jetzt können wir alle roten Türen sozusagen öffnen. Aber da fällt mir ein. Das ist ja auch böse. Hat die versucht einmal zu schießen? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, mit Steuerkreuz lässt sich es einfach viel besser steuern. Ich weiß nicht, wer hat sich das ausgedacht mit Analogstick. Deswegen ist, glaube ich, der Grund, warum die Wii-Fassung beliebter ist als die GameCube-Fassung. Einfach wegen den besser liegendes Steuerkreuz. Die GameCube hat ja ein Steuerkreuz, so ist es nicht. Ich zocke ja mit dem Steuerkreuz. Aber ja, es ist ein bisschen unbequem.
So. Ich. Oh, nee, da hinten war ja nur eine Uhrtür. Hier müsste eine Feuertür sein, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo, Beverly. Hast gerade einen Bosskampf verpasst. Noch irgendeiner, der aufbucken will. Ja, auf jeden Fall, hier ist eine Feuertür. Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Es müsste doch mindestens eine geben. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Ich weiß ja nicht, ob das nicht sogar gut ist. Bin immer noch ein bisschen krank, aber bis auf ein paar Mal niesen und husten geht's ja. Das ist ein Item für... Ja, super. Für ihn. Austauschen. Ach, sie konnte es gar nicht nehmen, alles klar. Nämlich er braucht es, weil er hat ein Feuerzeug. Ah, da können wir jetzt auch in den einen Raum reingehen. So. Hier sind zwar auch noch Items, aber ja gut. Ja. Ich hasse es, mit Billy zu steuern. Mit Frauen geht's halt leichter in Resident Evil, das weiß man ja schon. Bin mir gar nicht so sicher, wo die nächste Feuertür war oder ich generell hin muss. Also ich weiß, welche Räume es potenziell sind. Ich frag mich nur, wie ich da hinkomme. Ah gut, die Wegfindung bei Resident Evil war immer schon etwas speziell. Ich will auch heute, wenn es geht, den Livestream länger machen. Vorausgesetzt, das Internet spielt mir keinen Streich. Ich habe jetzt diesmal einen Controller, der funktioniert nicht so wie beim letzten Mal. So, ich glaube, hier war eine Tür, die das Feuersymbol hatte. Sie haben die Feuerschüsse verwendet. Diese Schüsse brauchen sie nicht mehr, woher sie es auch immer weiß. Ja, bitte. Ich meine, das ist eine gute Spielmechanik, dass man sozusagen unnütze Items dann einfach wegwerfen kann, aber es ist unlogisch, dass ich es weiß. Entschuldigt, ich erlaube mir hin und wieder mal einen Schluck zu trinken. Ist auch was für euch, dann beuge ich ein klein bisschen den trockenen Husten vor. Dafür kriegen wir den nassen Husten. Ah, das ist der nervige Raum. Ah ja. Ja gut, das sind Schrot, das ist gut für Sie.
Ey, sie hat ja die Schrotflinte. Und er hat ja eigentlich die normale Schusswaffe. Deswegen rüsten wir jetzt nochmal die normale Schrot aus. Oh, da ist auch ein Blattpergament. Blattpergament. Das werden wir natürlich gleich auch lesen. Na. Und deswegen hasse ich Billy. Der ist so schwer zu steuern. Tagebuch des stellvertretenden Leiters, 2. September. Wie üblich, unfähige Praktikanten. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal 2 gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass der andere besser ist, als der andere. Beides scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. I like that. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte der Leiter Markus nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde böses Blut zwischen den beiden sorgen. Tag, wo Stellvertreter Leiter mitgenommen. Ja, aber am Ende wurden sie ja mehr oder weniger die besten Freunde. Eine Art Hassliebe. Kann man das so nennen? Hier ist ein Schalter. Möchten Sie den runterlegen? Ja, bitte. Billy, würdest du bitte weggeben? Oh, Billy, bleib weg! Billy, bleib weg! Hier scheint etwas zu sein. Eisnadel. Oh ja, das ist der Uhrzeiger. Nein, du sollst draufklettern, Billy. So. Der Uhrturm war oben. Ich glaube, wir kommen inzwischen auch so ran. Wir haben ja ein... Oh Gott, da müssen wir ja sowas von umständlich laufen. Tür? Nee, hier ist keine Tür. Ja. Da ist Tür. Meine Güte! Und keine Sorge, Beverly, bestimmt kommt bald wieder ein Bosskampf. Weißt du, Arsted, er ist viel klobiger als, verschlossen. Du sollst doch gar nicht an die Tür gehen. Nein, auch nicht das. So. Gott. Er hat die Tür abgefackelt. Ich weiß aber gerade gar nicht, wann der nächste Boss kommt. Also. Mir fällt auch eigentlich gerade nur der Endboss ein. Lecker. Oh.
Granaten für den Granatwerfer, den Billy hat. Den kann also er gut gebrauchen. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander, aber er scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Der Schrank wirkt suspekt. Ah, was haben wir hier? Na, Billy. Ah. Dieses Objekt können Sie jetzt nicht mitnehmen, weil mein Item im Inventar fällig ist. Da habe ich mir schon gedacht, hat sie noch freien Platz? Nein. Das heißt, ich muss noch mal runtergehen, irgendwas ablegen oder irgendwie oder irgendwas in der Richtung. Ich muss gucken, wie ich es mache. Und ich will nicht Billy steuern. Billy ist furchtbar zu steuern. Ich muss gerade überlegen, wie ich. Am besten, ich lege die Eisennadel ab, ehrlich gesagt. Problem ist, von hier aus komme ich nicht mehr dran. Das bedeutet, wir müssen jetzt diesen riesen Umweg laufen, ne? Um wieder zur Uhr zu kommen, glaube ich. Also einmal komplett außen rum. Naja, so geht die Zeit rum. Resident Evil wäre auch viel zu cool. Kurt, genau. Viel zu cool. Wäre es auch. Wenn es einfach Schlag auf Schlag gehen würde. Aber nein, das Spiel basiert ja darauf, dass du von einem Eckpunkt zum anderen immer hin und her rennst. Wenn du was brauchst, dann gehst du halt zum anderen Punkt. Wenn du keine Items, wenn dein Item mit voll ist, guckst du, dass du irgendwo was ablegen kannst. So ist das Spiel normal konzipiert. Was nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Es ist einfach nur, ja, Resident Evil-like halt. Altes Resident Evil. Diese Rätsel hat man ja in späteren Teilen erstmal nicht mehr und dann jetzt erst wieder in 7 hat man die ja erst wieder gekriegt. Ach so, ja, ist ja kein Problem, Beverly. Ist kein Problem. Ich weiß nicht, hast du die letzte Direct mitbekommen? Also gestern war ja eine Direct, da können wir ja auch ein bisschen in den Livestream darüber reden und ich laufe gerade voll in die falsche Richtung. Typisch ich. Price und die Wegfindung. Ja, ein paar Themen davon. Das große Thema überhaupt, Super Smash Bros. Ich fand's ja so geil. In den allen Livestreams, also ich guck nicht direkt bei Nintendo, weil ich einfach Real Action Ding sehen möchte. Beim Trailer zuerst. Oh Gott, doch was von Splatoon. Ihr habt doch jetzt 10 Minuten über Splatoon geredet und dann schon einige total desinteressiert und plötzlich wird schwarz, was dieses Smash Bros. Symbol. Da denkt man sich, Nintendo, ihr habt uns echt verarscht. Ja gut, spätestens, man dachte jetzt zuerst an einen Port des... Man hat jetzt zuerst gedacht, es ist ein Port von Splatoon 1, weil es halt die Inklinge aus Teil 1 sind. Aber die sind wohl spielbar im neuen Super Smash Bros. Und jetzt ist die Frage, jetzt ein Port? Oder wird es ein komplett neuer Teil sein? Ich glaube, es könnte tatsächlich eine stark überarbeitete Fassung der Wii U sein. Nämlich, wir wissen ja, wo ist der letzte? Ja. Wie stark ist meine Verletzung? Wo war ich genau?
Ich glaube ja, es wird eine stark bearbeitete Fassung des Wii U sein, also es wird das Kampfsystem der Wii U haben. Aber es wird, beziehungsweise eigentlich ist es dann ja schon fast gar kein Port mehr. Ich tippe mal, die nehmen die Basis von der Wii U und es wird mehr ein Remake, glaube ich. Und ich hoffe inständig diesmal, dass sie den Story-Modus drin lassen und nicht wieder irgendeine schwachsinnige Ausrede ausruhen wie: Ja, man hat die Cutscenes von alle geleakt und deswegen machen wir den Story-Modus nicht rein. Was ja total die Ausrede war, einfach nur weil. Oh. Das ist was für Billy. Dass ich hier noch Munition habe, wusste ich gar nicht. Aber gut. Das, ja, war eine Ausrede, das können wir ja sagen. So, ja, der Minutenschein hat Zeit zu viel, es liegt daran, dass wir im Inventar haben. So, 8.15 Uhr. Ah. Oh. Neun. Acht. Minuten Zeiger. Und das ist 8.15 Uhr. Genau. Und dass es ein Remake von Luigi's Mansion gibt. Alle haben ja auf einen dritten Teil gehofft. Und jetzt tun sie den ersten Teil Remake. Und das wiederum auf der 3DS. Überhaupt, der 3DS wird bis 2019 supportet. Damit hat eigentlich keiner gerechnet. Damit wird eigentlich auch gesagt, ja, der 3DS ist uns noch wichtig, so als zweites Standbein. Wir machen da groß nichts mehr drauf. Aber wir wollen dafür sorgen, dass er langsam geht. Wir nehmen da noch ein paar Millionen mit, so in der Richtung. Ich habe da auch nichts dagegen, solange die großen Haupttitel jetzt auf Switch kommen. Und eigentlich hätte ich so das Luigi's Mansion Remake, zumindest, wenn sie es unbedingt auch auf 3DS haben wollen, auf beiden Plattformen gebracht. So wie Toad's Treasure Tracker. Das kommt sowohl für 3DS als auch für die Switch. Es sei denn, dass plötzlich Ja gut, die Switch ist ja kompatibel mit dem 3DS. So ist es nicht, dass vielleicht der 3DS zu einem Switch Touchscreen mutiert. Also dass man den sozusagen als Controller benutzt. So sein, dass es dann ein Update gibt. Dass du sozusagen den DS als Touchscreen Controller verwenden kannst. Oder dass sie einen Touchscreen Controller rausbringen. Das fände ich sowieso besser. Aber ja, mich fragt ja keiner. So, jetzt wollen wir erstmal Oh Mann, jetzt habe ich Schleim im Mund. Schleim ist Maximum. Und was gab's noch für Themen? Crash kommt für die Switch. Das fand ich ja sowieso geil. Eigentlich ist das ein richtiger schöner Schlag in die Sony-Fresse, weil ja, Crash und Spyro waren ja lange Zeit Sonys exklusive Maskottchen, so wie Mario, Pokémon, Samus. Sind wir gar kein Ende, wenn ich das alles so aufzähle. Jedenfalls wie die ganzen Nintendo IPs und Sonic bei Sega. Ja, Sega hat doch Sonic. Nee, gut, die haben noch Alex Kidd. Allerdings Sega bringt eigentlich nichts mehr groß raus der alten Spiele. Nur noch Sonic. Als Maskottchen halt. Was schade ist, die könnte man ihre alten Serien wieder beleben. Ah gut, jetzt haben sie Bayonetta. Und eigentlich ist Bayonetta, das ist ein sehr... Wobei, das ist ja schon fast mehr ein Nintendo-Maskottchen inzwischen, weil Bayonetta inzwischen exklusiv Nintendo ist. Aber von Sega immer noch entwickelt und Platinum Games. Also das ist irgendwie komisch. Auch wenn Bayonetta 1 erstes auf dem PC rausgekommen ist, liegt wohl eher daran, dass das Ganze ja da noch vor dem Exklusivdeal war und Sega das schön ausschlachten will. Ja, aber dafür hat ja Nintendo die Exklusiv-Mods
also exklusiv DLCs. Warum bewegst du dich? Oh Gott, das kann doch Billy verschieben, alles klar. Na gut. Ist ja kein Problem. Na, Rebecca, nimm doch das Item. Buch des Guten mit dem, ja bitte. So, das müssen wir untersuchen. Auf den eleganten Einband des Buches steht das Gute. Ganz schön schwer für ein Buch, diese Dicke. Liegt daran, dass, ja, da was drin ist. Engelsflügel. Damit können wir das Gute, ja, ich sag jetzt am besten Ausdrücke, erweitern. Ich denke halt nach, wir müssen Items ablegen. Jetzt langsam, weil die Inventare sind voll. Und meine Nase ist zu. Ich krieg grad keine Luft mehr durch die Nase. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und durch den Mund mit, obla, falsche Maus, will ich nicht atmen. Ich will nur gerade gucken, wie lange der Livestream schon geht. Knapp 30 Minuten. Ja gut. Boah, ich hab voll die babbische Nase. Sorry Leute, ich muss eine kurze Pause machen, ich krieg halt keine Luft. Okay. Nein, das war jetzt nicht geplant. Moment, Leute. Oh, ich dachte, diese Anfälle wären nur meinem Vater vorbehalten. Oh. Also, es kann sein, dass ich doch mal los muss, weil meine Nase. Oh. Ich weiß nicht, bei Resident Evil ist immer irgendwas. Entweder mit Mia oder mit meiner Nase. Mit dem Internet. Mit dem
Spiel. Na, jetzt läufst du dich runter. War ich wieder mal mit der Analogsticksteuere. Bevor er fragt, bin ich steuere ich auch mit dem Steuerkreuz, aber der ist irgendwie, ich weiß nicht, der hat Wendekreis wie Traktor. So, was legen wir ab? Das ablegen. So. Wir legen einfach mal aus der normale Pistole ab, weil. Ja. Um Gottes Willen, das ist furchtbar. Sehr nett, wenn du halt regelmäßig irgendwas in die Kommentare schreiben würdest, damit ich weiß, wie lange der Livestream geht. Weil ich daran kann ich erkennen, da wird es. Nee, halt, vergiss es, Beverly, das wird gar nicht daran gemacht. So, eine Statue entfernen, die rechte bitte. So. So, und jetzt kombinieren wir das Ganze. Die Statue des Guten. Okay, Beverly, ciao. Nein! Das wollte ich nicht. Ich will die Statue des Guten verwenden. Logischerweise ist jetzt das Gute stärker als das Böse, aber eigentlich wäre das eigentlich ziemlich gut. Wobei, gut ist ja nicht immer gut. Es könnte auch böse sein. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum man das bei dem Spiel überhaupt noch so gemacht hat. Oh, danke, das war knapp. Okay, ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde, die Erde ist der Sonne treu und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Das am Ende ist irgendwie ganz komisch. Das ist außerdem ein Gedicht, das ich nicht rein. Ich tippe, beim Englischen klingt es besser oder im Japanischen. Beziehungsweise im Japanischen ist es vermutlich ein dieser. Wie nennen die sich doch bei? Das ja, im Japanischen haben die ganz speziellen Namen. Ah. Mikrofilm. Alles klar. Ich brauche den zweiten Mikrofilm. Muss also wieder irgendwie Inventarplatz schaffen. Naja. Und die Wahrheit zu sagen, bin ich echt dann überlegen, jetzt den Entschuldigung, zu beenden, weil meine Nase, die bringt mich gerade um. Weil wir sind gerade an der Stelle und das ist eigentlich, wir haben einen sehr schönen Fortschritt gemacht. So, das Farbband nehmen wir kurz mit.
Ja, ich würde sagen, wir speichern und beenden an der Stelle den Part. Ja, wie kriege ich die Livestreams von Resident Evil einfach nicht lange hin? Ist ja nicht mal Absicht. Das Problem ist einfach nur, ich habe irgendwie immer Probleme damit. Ja gut, generell mache ich keine gerne lange Livestreams, wenn ich was alleine mache. Das ist irgendwie blöd. Ja gut, Leute, da würde ich sagen, ich verabschiede mich von dem Livestream. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, vielleicht sogar schon in 3 Stunden, wenn wir Monster Hunter streamen. Ich weiß es noch nicht, ich kann es nicht versprechen, weil Takru nicht mit mir Monster Hunter streamen. Wir werden mal schauen. Bis dahin, ciao, Leute.